Willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier vom Gemüsehof in Nordfriesland. Ja Leute, ihr seht stark veränderten Hof. Das hat folgenden Grund, nämlich der schmierige Bürgermeister. Er hat uns ja damals die Flächen vom alten Hof verpachtet. So, wir haben natürlich schön investiert für insgesamt 11 Millionen Euro. Und dieser windige Vogel, der war von vornherein bewusst, dass er die Pachtverträge irgendwann auflöst, damit er sein Einkaufszentrum dort bekommt, was er sich ja so gewünscht hat. Und ja, wir haben dann noch eine kleine Abfindung von 5 Millionen bekommen. So, das Ganze ist jetzt 4 Jahre her. Ich habe hier den alten Erwin kennengelernt. Ne? Ein netter alter Mann, weit über 70. Ja, habe ihn hier 2 Jahre am Hof geholfen. Und da hat er jemand gesagt, weißt du Junge, ich bin zu alt dafür. Ich gehe nicht ins Altenheim, aber ich ziehe zu meiner Tochter, die wohnt irgendwo in Bayern, glaube ich, oder so. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch nie so nachgefragt, habe es auch nie gesehen. Ja. Und ich sag, was machst du mit dem Hof? Ja, sagte er, würde mir den gerne überlassen, aber sagte er, müsste da schon ein bisschen was für nehmen. Und dann haben wir uns auf 2,5 Millionen geeinigt. Ne? Muss ich nochmal richtig Geld in der Hand nehmen bei der Bank. Ne, hier einige Sachen umbauen. So die Hallen, die alten, die habe ich natürlich gelassen, weil ich mag das so. Ne, aber hier zum Beispiel der Futtermixer, der musste neu. Der Kuhstall hier musste neu. Ne, weil. Ja, zählen ja mal andere Richtlinien. Dann habe ich das Ballenlager hier neu aufgebaut. Weil das macht mehr Sinn. Ne? Hier der Schweinestall, auch neue Richtlinien. Ne? Weil ich finde den Auslauf ein bisschen klein. Ne, aber ich habe dann selber mal hier Spaten in der Hand genommen, eine Schaufel, habe den Schwein hier eine schöne Sohle gebaut. Und natürlich hier einen Stein, wo sie sich schubbern können. Ja, Hühnerstall ist auch dazu gekommen, dann das Hofsilo hier, das hat richtig Kohle gekostet. Das kann ich auch sagen. Aber okay, wir brauchen natürlich auch Platz, wo wir das Ganze einlagern. Ja, dann hier hinten, Gewächshäuser. Ja, die mussten neu. Was heißt neu? Waren ja noch gar keine vorhanden. Ja, weil ich wollte ja mit Gemüse weitermachen hier. Hier haben wir eine Lagerhalle. Fürs Gemüse, das ist eine ganz spezielle Windkühltechnik hier. Habe ich auch noch nicht so verstanden, aber der Techniker meint, das funktioniert. Ja, dann haben wir hier insgesamt 5 Gewächshäuser. Wird auch schon produziert. Den Salat hier, den dürfen wir nicht einlagern. Der muss immer schön erntefrisch angeliefert werden, sonst nehmen die uns den gar nicht ab. Und dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir nämlich eine Erdbeerplantage. Und ja, das ist so, von Mai bis September ist sie in Betrieb, weil dann halt die Erdbeeren wachsen. Von 6 bis 11 Uhr wird hier geerntet. Für unseren Bedarf, damit wir unsere Kunden beliefern können. Und ab 11 bis 17 Uhr können dann Leute hier hinkommen, pflücken, das Ganze wird gewogen und hinterher abkassiert, das macht Mareike. Die habe ich so in den letzten Jahren hier auch kennengelernt und die hilft hier sehr gerne mal aus. Auch unentgeltlich. Sagt dann, sie nimmt sich dann das mit, was sie zum, ja, ich sag mal, zum Lebensunterhalt bzw. Essen braucht, hier an Gemüse und so, aber das ist ja auch verschwindend gering. Gut. Wir müssen aber mal jetzt ein bisschen Gas geben hier. Ja, wir haben schon 12.58 Uhr. Was für Maschinen haben wir hier? Ja, ist eigentlich viel altes Gerät, viel was ich irgendwo aufgabeln konnte, wieder fit gemacht habe. Ja, hier seht ihr ein paar von den motorisierten jetzt zum Beispiel hier.
Ja, den New Holland, den habe ich nagelneu gekauft. Wobei der, die, weiß ich auch nicht, wenn den wieder nicht waschen konnte. Na, mal weiter gucken hier. Das ist zum Beispiel der erste Traktor, den der alte Erwin sich gekauft hat. Das hatte vor knapp 40 Jahren. Ne? Ein schöner alter Hanomag. Ne, der läuft auch noch, der tut seine Dienste hier. Der ist noch wirklich im Einsatz. Aber okay, jetzt quetschen wir mal eben durch, weil wir müssen nämlich hier zum Feld 14 bzw. Wiese 14. Können wir auch direkt in den einsteigen. So, da haben wir den Case hier zum Beispiel. Der gehört auch noch den Erwin. Ja, mit der Ballenpresse hier. Ja, weiter hier drüben. Der MF. Ist auch aus Erwins Besitz. Und den Schwader hier, den habe ich bei Farmhaus Kleinanzeigen gefunden für ja, knappe 300 Euro, aber der wäre wirklich gammelig verrostet. Ich habe den abgeschliffen, alles neu lackiert und gemacht und getan, aber der läuft wieder. Ne? Ja, und dann haben wir das gute Stück hier vorne noch, da gehen wir mal eben hin. Ich muss euch das ja auch hier mal ein bisschen alles erklären, bevor das hier weitergeht. Ja. Der Bürgermeister ist natürlich immer noch im Amt. Ja. Ah, ich verstehe nicht, solche Leute, die kommen irgendwie immer durch. So. Ja, den Fendt hier. Ein gutes Schmuckstück. Ja, der war nicht billig. Der habe ich zwar auch Gebrauch gekauft, aber ja, ich sag mal, mit dem Händler komme ich gut klar. Hier, ne? Und war auch nicht immer so, aber der hat sich da auch so ein bisschen blenden lassen vom Bürgermeister und ist jetzt dahinter gekommen, was für ein windiger Vogel das ist. Naja. So. Ne? Das sollte erstmal so gewesen sein hier mit der Vorstellung vom neuen alten Gemüsehof und mein Verbleib über die letzten Jahre. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr dann in den nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schaltet beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin lasst es euch gut gehen.